Hallo, ihr Quirlinge! Saboteur Dringiel grüßt euch aus der Ordensbastion des Ordens der Todeswache und es geht in dieser Episode weiter mit dessen Questreihe. Aber vorher gibt's eine kleine Leseeinlage. Oh, ich muss dringend ausmisten. Naja, das mache ich zwischendurch mal. Denn mir ist aufgefallen, ich suche ja seit geraumer Zeit nach gewissen Dokumenten. Zum Beispiel Strafregister Seite 1 habe ich und Strafregister Seite 3, aber nicht die Seite 2. Das liegt daran, dass ich die Seite 2 schon vor sehr, sehr langer Zeit mal gefunden und angeklickt habe und die ist halt schon in meiner Dokumentenliste. Da kann ich lange suchen, bis die kommt. Und deswegen wird mal gerade das Strafregister gelesen. Und zwar ist das die Kategorie Überlebende Burwich, beide, und die habe ich dann schon die Seite 2. Mal schauen, was es da heißt. Uralte Texte sind das. Also, lassen wir mal offen. Komm her. Strafregister, Seite 1. Leander Blackwater Green, Ex-Soldat, gesucht wegen Erpressung und Mordes. Leander wurde nach einem grausamen zivilen Vorfall unehrenhaft aus der Division der Sprengmeister entlassen. Leander floh mindestens zweimal aus dem Gewahrsam, indem er verbotene Sprengvorrichtungen benutzte. Nachrichtenübersichtungen oder Todesnachweise sollten Aufseher Krieg im Burwich-Gefängnis vorgelegt werden. Für die erfolgreiche Gefangennahme und lebendige Auslieferung von Leander Green wird eine Belohnung von 1000 königlichen Kronen geboten. Nix mit Eisen. Dann Seite 2. Bloody Jack, ruchloser Mörder und bekannter Anbeter von Solaer, dem heidnischen Gott. Es sind Berichte über Bloody Jacks unverkennbare Morde, ein eingeritzter Hals und eingeätzte Hexensymbole auf der linken Brust. Eingegangen, die immer näher bei Burwich auftauchen. Einwohner werden gebeten, nicht alleine zu reisen und von Waldstraßen fernzubleiben, wann immer es möglich ist. Nachrichtenübersichtungen oder Todesnachweise sollten Aufseher Krieg im Burwich-Gefängnis vorgelegt werden. Für die erfolgreiche Gefangennahme und lebendige Auslieferung von Bloody Jack wird eine Belohnung von 400 königlichen Kronen angeboten. Alles noch Sachverhalte von vor dem Grimdorn offenkundig. So, das kann ich ja hier aber wegschmeißen dann. Und die Seite 3. Everett, der Blutgeschworene, ein Heide und Bluttrinker, bekanntes Mitglied ketonischer Kulte und Bote für die Ketzer. Als er mit dem Gesetz konfrontiert wurde, ließ Everett einen Zorn arkaner Abscheulichkeiten auf die Vollstrecker los und entkam. Extrem gefährliche Personen, Personal, das nicht im Umgang heidnischer Künste ausgebildet ist, wird geraten, sich fernzuhalten. Nachrichtenübersichtungen oder Todesnachweis sollten Aufseher Krieg vom Burwich-Gefängnis vorgelegt werden. Für die erfolgreiche Gefangennahme und lebendige Auslieferung von Everett, dem Blutgeschworenen, wird eine Belohnung von 1200 königlichen Kronen angeboten. Okay, soweit das. Das sind jetzt alte Sachen, das hat jetzt irgendwie nicht so viel gebracht. Aber ich habe auch Uroboruks Tagebuch Seite 1. Das könnte vielleicht interessanter sein. Habe ich denn Uroboruks Tagebuch Seite 2 schon mal irgendwo in meiner Liste drin gehabt? Also Überlebende Burwich ist das höchstwahrscheinlich nicht. Ah, hier Gildam Arcanum Seite 1 habe ich hier und hier habe ich Gildam Arcanum Seite 2. Ah, lesen wir das auch mal kurz. Also Gildam Arcanum Seite 1, Überlebende Burwich. Um den Fluss des Äthers zu verstehen, muss man erst lernen, seine damit verbundenen Risiken zu schätzen. Die Arkane-Kunst ist kein Spielzeug und auch kein Werkzeug, das missbraucht werden soll. Unzählige junge Arkanisten haben ihr Leben durch Unachtsamkeit und Missbrauch verloren. Die richtige Kontrolle des Äthers erfordert jahrelange Praxis unter der sorgfältigen Aufsicht der Gildam Arcanum, der einzigen genehmigten Aufsicht, die die Kunst des Arkanen unterrichten und erforschen darf. Verwechselt nicht, was hier in der Lehre von hypothetischen Hexengöttern vorgetragen wird. Eine häufige Fehlannahme unter den Ungebildeten. Es gibt keine Hexengötter. Es gibt nur die Realität und die Wissenschaft des Arkanen. Ja, da bin ich nicht so ganz davon überzeugt, dass das so stimmt. Geht am Arcanum Seite 2. Um den Einfallsreichtum der lebenden und toten Arkanisten zu verstärken, wenden wir uns an die Werke von Meister Maiwen, einer erfolgreichen Arkanistin aus dem Zeitalter unseres glorreichen Reiches. Meisterin Maiwen konnte den von Natur aus vernichtenden Fluss des Äthers nach ihrem Willen beugen, um ein schützendes Hindernis um sich herum zu manifestieren. Diese Technik ist ein Paradebeispiel dafür, wie die Gildam Arcanum ständig bemüht ist, die Vorurteile gegenüber des Äthers auszuräumen und innerhalb der Arkankünste völlig neue Sichtweisen zu erschaffen. Maiwen, war das nicht auch so ein Mega-Monster, was wir besiegt haben irgendwann mal? So ein Bossmonster? Irgendwie ist mir was. Hier, ketonische Ketzerei habe ich erst Seite 3. Also das hier kann dann auch weg hier, das ist Müll. Ketonische Ketzerei habe ich erst Seite 3.
Ja, aber da, also da fehlt mir tatsächlich noch irgendwas. So, sag mal, die Uroboro-Geschichte, ist die irgendwie, Barrowhelm ist das nicht. Gibt es da irgendwas Interessantes? Es wird auch nicht Burbage sein. Necropolis? Uroboro? Nein. Inquisitor Creed ist es auch nicht. Dark Vale? Nein. Hexengötterkulte. Ne, das ist schon das DLC. Homestead vielleicht. Das ist nicht das Korvan. Das kann man auch knicken. Geschichte Cairns Götter. Uroboros Tagebuch. Da muss es doch mehrere Seiten von geben. Wo sind die? Auch nicht. Überlebende Melmoth. Auch nicht. Port Velbury, es wäre aber auch verwunderlich. Nee. Schwarze Legion nicht. Ugdenbock kann es eigentlich auch nicht sein. Sollte man meinen. Und hier oben, was haben wir da noch? Arcovia. Ach, Arcovia könnte es theoretisch sein. Verbotene Kunst Teil 2 habe ich hier. Da habe ich Teil 3. Und Teil 1. Das wird auch mal gelesen. Das könnte auch was mit Nekromantie zu tun haben, hier mit dem Orden. Das klingt so. Verbotene Kunst Teil 1. Geschichte Arcovia. Sie flüstern über uns, wenn sie denken, dass wir nicht zuhören. Sie fürchten das, was wir tun können, und doch verlangen sie danach. Es liegt nur in der Natur des Menschen zu fürchten, was er nicht versteht. Und unsere Kunst ist genau das Gleiche. Die Nekromantie wurde in der arkovianischen Gesellschaft nie geschätzt, aber erst in den letzten Jahren wurden wir mit solch wachsender Anfeindung behandelt. Jetzt, mit dem jüngsten Erlass des Hohen Gerichts, sind wir nicht nur Ausgestoßene, sondern auch Kriminelle. Sie verstehen nicht, dass das einzige Verbrechen an jenem Tag gegen das Streben nach Wissen und Fortschritt unserer Leute begangen wurde. Sie treiben bereits meine Brüder unter dem Vorwand der Gerechtigkeit zusammen und verschleppen sie tief in ihre Folterhöhle, die sie die Stufen der Folter nennen. Ich vermute, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie an meine Tür klopfen. Das scheint auch von Uroboro zu stammen, oder? Lieber Rock82, falls du hier zuschaust, unter dem Vorwand muss es heißen, nicht unter der Vorwand. So, Teil 1, Teil 2, verbotene Kunst. Eine Frau mit einem kummervollen und verzweifelten Gesicht kam heute Morgen zu mir nach Hause. Ich muss zugeben, ich dachte, ihr eifriges Klopfen bedeutet das Ende meiner Freiheit. Ich fürchtete mich davor, die Türe zu öffnen. Aber da stand sie, in Tränen aufgelöst und mit einem kleinen Bündel in ihren Armen. Sie flehte mich um Hilfe an, da die Götter sich in ihrer größten Not von ihr abgewandt hatten. Mit zitternder Hand deckte sie das Bündel auf und enthüllte das bewegungslose Gesicht ihres Säuglings. Er war höchstens seit einem Tag tot. Ihre flehenden Augen waren auf mich gerichtet, aber ich konnte nicht tun, worum sie mich gebeten hatte. Mit großem Bedauern schickte ich sie fort. Hätte ich getan, worum sie mich gebeten hatte, würde das Kind ein Monster werden, eine Abscheulichkeit, die nicht in diese Welt passt. Es gibt Dinge, in die sogar der Mensch, in unserer endlosen Arroganz, nicht eingreifen kann und nicht sollte. Und dann Verbotene Kunst Teil 3. Ich kann hören, wie sie draußen herumschwirren. Sie sind also zahlreich gekommen. Klug. Über die Jahrhunderte wurden viele Geschichten um meine Rolle erfunden. Die meisten davon waren völlig übertrieben, aber sie dienten als subtiler Zweck, um mich vor Missbrauch und Beeinflussung zu schützen. Anscheinend können diesmal sogar die Geschichten die Arcovianer nicht fernhalten. Ich muss diesen Eintrag beenden, da sie bald bei mir sein werden. Ich habe keine Angst vor dem, was als nächstes kommen wird. Letztendlich werden sie Asche sein und ich werde übrig sein. Uroboruk. Ach, das ist auch was von Uroboruk. Aha, interessant. Dann haben wir noch Rolderatis Schriften, den zweiten Eintrag, wenn wir schon mal gerade dabei sind. Rolderatis, erster Eintrag, Geschichte Arcovia. Das Ende aller Tage ist gekommen. Das glorreiche Arcovia, Leuchtfeuer des Westens, zerbröckelt innerlich. Doch fürchtet euch nicht, Brüder und Schwestern, denn wir sind Ishtaks Auserwählte. Hier, auf dem heiligen Boden unserer Vorväter, werden wir vor dem Untergang, der durch die Selbstüberschätzung der Oligarchen herbeigeführt wurde, sicher sein. Hier werden wir die sterbliche, unsterbliche Plage überleben und als zweiter Beginn der Menschheit auf die Oberfläche zurückkehren. Schweren Herzens verschließe ich den Eingang zu unserem Tempel. Möge Ishtag sich der verdammten Seelen hinter diesen Mauern erbarmen.
Sie werden hier keinen Trost finden. Und schließlich Teil 2. Rollerat ist zweiter Eintrag. Ishtags Segnungen haben uns im Stich gelassen. Die Wachen haben uns nicht beschützt. Der Fluch von Akovia hat seinen Weg hierher gefunden. Wir sterben, und doch können wir nicht sterben. Meine Brüder und Schwestern zerreißen sich gegenseitig in ihrem wachsenden Wahnsinn, nur um wieder aufzustehen und ein neues Blutbad anzurichten. Die Götter haben uns verlassen. Dies sollte nicht unsere Erlösung sein, dies sollte unser Grab werden. Ja, was ist mit Uroboroks Tagebuch? Tagebuch. Habe ich da wirklich tatsächlich den zweiten Eintrag noch nicht gefunden? Es ist ein bisschen unübersichtlich allmählich, wenn man so viele Texte sammelt, wie ich das tue. Ja. Irgendwie fehlt Uroboruk. Naja, das hier habe ich jetzt hinreichend gelesen. Was war das hier? Das erste Tagebuch. Das hier war hier DLC, genau. Okay, also das fehlt wirklich noch und wir schauen mal. Es kann sein, dass ich hier hinten was finde. Ich habe jetzt hier einen Bereich, wo ich noch nie drin war, aber ich glaube, da darf ich jetzt rein. Stimmt's? Milady? Die Hüterin der Folianten. Jetzt haben wir alles, um das Ritual der Auferstehung durchzuführen. Durch deine Loyalität und Unterstützung hast du dir das Recht verdient, Balkadars Rückkehr auf diese Welt zu erleben. Möchtest du uns beitreten? Was bringt dieses Ritual mit sich? Das Ritual wird gefährlich sein, dessen kannst du dir sicher sein. Es wird bösartige Geister anlocken, so wie die Flamme Motten anlockt. Du musst jeden töten, der versucht einzugreifen. Schließe dich uns in der Kammer der Seelen an. Ihre Türen wurden für dich aufgeschlossen. Halte die Geister von der Kammer fern, damit Malkadar seinen Weg zurück zu uns findet. Dienst über den Tod hinaus hilft bei Malkadars Auferstehung. Aha. So. Neuer Bereich. Hier war ich noch nie. Was ist das? Ah, das sieht aus wie Stufen der Folter, diese Kammer der Seelen. Ja. Ordenslehrsätze als neuer Text. Na, komm mal her. Was passiert eigentlich, wenn ich das lese, während ich alle Kategorien zugeklappt habe? Ordenslehrsätze. Kann ich ja lange suchen. Oh Mann. Gehört in die Kategorie Fraktionen. Ordenslehrsätze. Uroboruk, unser unsterblicher Großmeister, gründete den Orden der Todeswache nach seinen Prinzipien. Uroboruk lehrte uns, sich niemals mit zahllosen Geheimnissen des Lebens zufrieden zu geben, sondern sich immer tiefer in die Quelle des Wissens zu vertiefen. Als Mitglieder des Ordens ist es unsere heilige Pflicht, das Wissen zu bewahren und zu erhalten, unabhängig von dessen Ursprung oder beunruhigender Natur. Es steht der Menschheit nicht zu, ihren Wert zu erkennen. Wissen wird von vielen gefürchtet. Welch Verschwendung, wären die Grundfesten unseres Ordens, die Kunst der Nekromantie, durch Unwissende ausgelöscht worden. Die Beherrschung des endgültigen Schicksals, das alle Menschen erwartet, steht für die einmalige Grenze des Lernens. Also liegt es an unseren Neophyten, ihre Furcht vor dem Tod zu besiegen und die harten Lektionen zu akzeptieren. Denn selbst im Tod endet die Pflicht nicht. Mhm. Das ist jetzt nur diese Kammer hier. Na gut. Na, wollen wir mal. Wer bist du? Seelenbewahrer Kandris, dich kenne ich noch nicht. Alles steht bereit. Das Ritual wird meine volle Aufmerksamkeit erfordern. Also liegt es an dir, die Toten unter Kontrolle zu halten, während ich nach Malkadar suche. Ich werde vor ihrer Anwesenheit geschützt sein. Aber sollte einer der Geister übrig bleiben, wenn das Ritual beendet ist, könnten die Folgen verheerend sein. Bist du bereit anzufangen? Was muss ich tun? Das Ritual wird Geister anziehen, wie ein Leuchtfeuer in der Dunkelheit. Vergewissere dich, dass alles, was durch den Schleier kommt, nicht lange da ist. Du musst die Geister im Raum fernhalten, damit wir Malkadar zurückbringen und nicht irgendeine unberechenbare Seele. Das sollte doch machbar sein, eigentlich. Oh ja. Sterntypis. Hey. Vorsicht, Leute, ja. Nicht auf diese Weise.
Oh, die sind ja richtig resistent. Chill hart. Lebt hier noch einer? Da sind noch welche, keine Ahnung, wie die alle heißen. Irgendwie dauert das alles sehr lange hier. Wow. Der nächste, der hat ja alles angelockt, was Rang und Namen hat. Ich sollte vielleicht in irgendeine Ecke gehen, damit ich die anlocke. Und sehe, wer überhaupt noch übrig ist. Da oben ist gerade ein bisschen Loot am Rumliegen, der mich ein bisschen ablenkt. Oh, hier ist sogar ein Boss dazwischen. Wow, wer war denn das? Da. Ist noch einer. War das jetzt alles? Sprich mit der Hüterin der Folianten. Malka, da ist jetzt aber nicht wiedergekommen, oder? Habe ich's vergeigt. Ach doch, da ist er. Moment, erstmal plündern, ja. Also, hier waren ganz, ganz viele Heldenmonster dazwischen. Aber auch etliche, die ich schon kannte, so Tenebris und Co., die treiben sich in Arkovia rum und auf den Stufen der Folter und so. Hallo! Malka da! Also bist du es, dem ich für meine Auferstehung danken muss. Also, was geschieht nun? Es liegt der Hüterin zu entscheiden. Ich stehe zu ihren Diensten. Seid ihr ihr Sklave? Das wäre übertrieben, aber in gewisser Weise. Was immer die Hüterin wünscht, wird getan. Warum habt ihr zugestimmt? Um Zutritt zu den innersten Geheimnissen der Nekromantie zu erlangen, musste ich diese Bindung eingehen, damit alles, was ich erfahre, nicht verloren geht, falls ich sterben sollte. Es hat sich gelohnt, diesen Preis zu bezahlen. Eine Ehre, kein Fluch. Werdet ihr mir gehorchen? Malkata gichert. Du magst an meiner Rückkehr beteiligt gewesen sein, aber du bist nicht der, der die Bindung durchgeführt hat. Ich verstehe. Werdet ihr mir gehorchen? Ah, naja, man kann es ja mal probieren. So, Hüterin. Ich möchte gerne Ruf haben. Ganz viel. So, Malkata befindet sich wieder einmal unter uns. Du hast gute Arbeit geleistet. Das Ritual ist abgeschlossen. Die Geister sind verbannt. Gibt 1500 Ruf und mythisches Beben. Naja. Tatsächlich, das Ritual der Auferstehung war ein Erfolg und unser mutiger Malkadar kann mir und dem Orden wieder dienen. Malkadar muss euch dienen? Seine ständige Existenz ist an meinen Willen gebunden. Solange ich es verlange, wird er seine Pflichten erfüllen. Benötigt ihr sonst noch etwas? Du hast dich als wertvoller Verbündeter erwiesen und der Orden dankt dir für deine Dienste. Aber jetzt muss ich mit einer anderen Aufgabe vor dir treten, die ich nur meinen engsten Verbündeten anvertrauen kann. Die Borg 82, das müsste heißen, vor dich treten. Was ist denn so wichtig? Unser Meister Uroboruk, wir haben Informationen, die uns zu ihm führen könnten. Ich habe bereits mehrere Leute vom Orden entsandt, um die Gegend zu erkunden, aber keiner von ihnen ist zurückgekehrt. Und deshalb wende ich mich an dich. Du hast dich als nützlich und tödlich erwiesen. Eigenschaften, die uns beim Aufspüren unseres Meisters gute Dienste leisten sollten. Wir haben Grund zu der Annahme, dass Uroboruk kürzlich im Ostsumpf war, nicht weit von Birwich entfernt. Und hier fehlt ein Im. Fortfahren. Ein abscheulicher Ort, voll mit giftigem Wasser und grausamen Wildtieren. Ich befürchte, ich habe wohl meine Akolyten in den Tod geschickt. Aber du könntest erfolgreich sein, wo sie gescheitert sind. Wirst du diesen Hinweisen für den Orden nachgehen? Das werde ich machen. Das ist die Queste. Die Suche nach Uroboruk. Suche nach Hinweisen zu Uroboruks Verschwinden und kehre zur Hüterin der Folianten zurück. Okay, mal überlegen. Ostsumpf. Das ist ja auch die Stelle, wo ich mit diesen Steinen von diesen Hütern hier dann was machen kann. Da kann ich an dieses Heiligtum der Hexengötter rein. Das sollte ich dann auch gleich machen, wenn ich im Ostsumpf unterwegs bin. Dazu fehlt mir aber noch der Stein von Büsmiel. Und der ist da irgendwo hinten Richtung Asterkarnstraße. Jo.
Dann werde ich erstmal das erledigen und dann nehme ich euch gleich zu diesem Bosskampf mit dazu, den es da gibt. Und wenn ich da drei Runensteine habe, dann mache ich mich zum Ostsumpf und dann gucke ich mal, ob ich da irgendwo was von Uroboro finde. Also für euch geht es mutmaßlich gleich weiter irgendwo in Richtung Büsmiels Runenstein. Und ihr Querlinge, ihr glaubt es nicht, ich bin gerade im Dark Vale Gate unterwegs und habe da noch ein Geheimversteck entdeckt. Da, schaut's euch an. Das ist mir bisher echt neu. Das kannte ich, glaube ich, noch nicht. Obwohl das hier voller Geheimverstecke ist, aber das ist immer noch neu. Wow. Geheimverstecke satt. Aber leider nichts drin. Naja, weiter geht's. So, hier bin ich, im verborgenen Weg, gefährliche Domäne. Hier ist Büsmiels Schoßhund irgendwo. Neben ganz vielen Spinnen, Igitt! Wä? Euch wollte ich jetzt eigentlich gar nicht haben. So, der war doch hier hinten irgendwo. Da kann ich eine Runde drehen. Aber es ist gefährlich. Rettungsgate. Büsmiels, wow, wow. Da. Büsmiels Wächter. Wie gut mache ich mich mit dem Schaden? Es geht. Darf mich noch nicht erwischen lassen? Es ist ja schön, dass du mir entgegenkommst, aber bitte nicht so. Und Dotte schön weg. Oh, das war nicht so gut. Komm mal hier runter, ich sehe ja gar nichts. Dass er immer im ungünstigsten Moment anfängt, hier sich hinzubeamen. Oh, das war ja doch ganz human. Bisschen hier so Runenstein. Attributpunkt, oh, schön. Deine Verbindung zu der Hexagon macht dich stärker. Aha. So soll das sein. Jetzt haben wir hier noch irgendwo diese Stelle mit dieser Megaschabe da unten drin. Wo war denn das? Das war doch hier irgendwo. Das war doch hier. Genau. Ach du meine Güte. Ach, da gehe ich auch gleich noch rein, aber das ist natürlich ein ganz anderes Kaliber nochmal. Das war ja damals im ersten Durchgang, als ich hier das gefunden habe, durch Hilfe, das Monster, was mit Abstand am stärksten war von allen Monstern, die ich bis zu diesem Zeitpunkt jemals gesehen habe. Das wird jetzt wohl wieder ähnlich sein. Aber wir schauen. Bange machen gilt nicht. Immer noch sehr fies versteckt, wie ich finde. Rettungsgate. Und dann haben wir hier unten irgendwo so eine Schabe. Auf ganz vielen Leibern. Raschalga. Scheiße. Ich will da gar nicht reinpieken. Aber es wird mir nichts anderes übrig bleiben wie üblich. Und nach drei Toten bin ich der Meinung, dass ich das sein lassen sollte. Ich krieg sie zu 75% klein. Das bringt aber nicht viel. Die heilt sich zu stark. Ich mache zu wenig Schaden letztlich. Beziehungsweise, wenn ich noch ein paar mehr Heilungen hätte, dann ginge es vielleicht, aber das Problem ist im Moment, dass meine beiden Heilungen auf Cooldown sind und sie mich dann runterkloppt in einem unachtsamen Moment. Und ja, sie heilt sich halt ständig hoch und das ist ein Kampf für die Ewigkeit. Ganz ehrlich, da habe ich gerade wenig Bock drauf. Deswegen hole ich nur noch mal kurz meine letzte Leiche ab. Oh, du armes Mäuschen, weißt du das? So, naja, immerhin. Ich will ja auch Level 88 werden jetzt irgendwann mal und nicht meine ganzen Erfahrungspunkte hier mal ballern für diesen Scheiß. Die Tour hier ist außerdem mal aufgegangen zwischendrin. Das kann ich mal plündern. Aber Milady ist einfach. Ja, für mein Bild geht die eigentlich. Für Dot-Builds ist die anfällig. Ich möchte die im Nahkampf nicht besiegen müssen. Aber.
Ja, das ist zu doof. So ein paar mehr Level, sagen wir mal ab Level 90, kann ich die wahrscheinlich in die Tasche stecken. Vielleicht denke ich dran, das dann zu machen. Die scheint ja nicht mitzuleveln, die hat ja jetzt nur Level 83. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das hier war die Geschichte mit Büsmiels Runenstein, der jetzt auch irgendwo. Irgendwo ist, genau da ist er. Und mit dem kann ich dann in den Ostsümpfen nicht nur nach Uroboruk fahnden, sondern auch ins Heiligtum der Hexengötter da ja, reingehen und mich da umtun. Das wird auch spaßig, ist nämlich nicht so einfach. Und ich denke mal, das war jetzt genug Action für eine Episode und weiter mit Dringil, der wahrscheinlich sich den Ostsumpf anschauen wird. Geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin!